Herzlich willkommen aus der Eco-Lounge. Anne, was hast du heute Süßes für uns? Ich habe heute Süßes für euch, einen Klassiker aus der österreichischen Küche, und zwar einen Erdbeertopfenknödel und dazu noch passend zur Jahreszeit einen schönen Rhabarber. Ich wünsche euch somit viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachkochen. Beim Karamellkochen muss man ein bisschen aufpassen. Erstens den Zucker erst umrühren, wenn er flüssig wird. Darauf achten, dass er nicht schwarz wird. Zucker verbrennt sehr schnell. Weiterrühren, bis er eine schöne hellbraune karamellige Farbe hat. Dann sofort mit Romanier ablöschen und das Erdbeersaft dazugeben und aufkochen lassen, bis der Zucker wieder flüssig ist. Keine Angst, der wird fest. Bitte nicht den Finger reinstecken zum Probieren. Sehr, sehr heiß. Zucker wird beim Karamellisieren 180 Grad heiß. Es würde schlimme Verbrennungen geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn ihr Freunde habt, die genauso gerne kochen wie ihr, dann bitte teilt das Video. Und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.